Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt und das würde ich gerne einmal heute mit euch aufmachen und näher betrachten. Es geht um das Videomikro von Rode. Darüber habe ich schon vieles gelesen und auch gesehen. Es soll sehr gut sein und ich habe mich für dieses entschieden. Ich habe es bei Amazon gekauft und zwar besser gesagt über Amazon Warehouse. Zurzeit kostet es ca. 50 € bei Amazon und bei Warehouse habe ich das 10 € billiger bekommen. Es ist anscheinend ein Rückläufer und es ist auch schon aufgemacht worden. Aber für mich ist das nicht so schlimm, da es halt ein Mikrofon ist und kein Hygieneartikel oder so. Hier haben wir noch den Aufkleber. Betrachten wir das einmal von der Seite. Es ist also ein Richtmikrofon. Es hat 2 Jahre Garantie, es braucht keine Batterie. Hier haben wir nochmal das kompakte Maß, also dass es rund ist, Richtmikrofon und die Halterung. Hier sind noch ein paar Specs und dann machen wir das schon auf. Ist die Verpackung. Ach ja, und eine tote Katze ist noch dabei. Also ein Dead Cat. Die kommt schon direkt hier entgegen. Einmal zur Seite. Das ist die Halterung. Ziemlich robust. Mit einem Standard-Hotschuh. Also wo der Blitz dran kommt. Ist universell für alle Kameras und Camcorders. Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung, wie man das Mikrofon und die Halterung anbringt, wo es genau hinkommt und natürlich in verschiedene Sprachen. Hier kann es sogar Stativ oder sowas dran gebracht werden. Separat. Das habe ich auch nicht nachgelesen, sondern erst gerade gesehen. Das ist ein cooler Gimmick. Falls es nicht ans Mikrofon, also an der Kamera dran gebracht werden sollte. Hier haben wir das Kabel. Kurz gehalten, was mir sehr gut gefällt. Kann man natürlich auch lang ziehen. Und das war schon mit dem Inhalt. Hier haben wir noch das, glaube ich, Salz zum Entfeuchten. Gucken wir uns das Mikrofon nochmal an. Also das ist die tote Katze. Für draußen bei Wind natürlich ein Muss. Die auch nicht hart. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber halb so wild. Dann holen wir einmal das Mikrofon raus. Aber schwer raus. So sieht das Mikrofon aus. Wie schon erwähnt, es ist ein Richtmikrofon. In der Membran sitzt nur hier vorne. Hier der Eingang oder besser gesagt Ausgang. Und ja, es kommt so da rein. Hier sehe ich gerade, dass die tote Katze innen drin ziemlich versetzt ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oder ob das ein Schaden ist. Weil bei Amazon Warehouse Sachen, die zurückgeschickt worden sind, ist halt so eine Sache. Da weiß man nie hundertprozentig. Weil es geht ziemlich fummelig raus und rein. Und hier, das ist ziemlich versetzt, so als wäre das abgerissen. Oder es ist halt gewollt, damit es halt nicht so schnell rausgeht. Da muss ich nochmal drüber erkundigen und nachfragen, ob das wirklich so ist.
Und ich bin auf jeden Fall mal auf das Mikrofon gespannt. Es soll eine sehr gute Qualität haben. Und ja, das werde ich in den nächsten Tagen, Wochen auch mal testen und gegebenenfalls noch ein Review dazu machen. Ein ausführlicher Test. So sieht es in der Halterung aus. Macht einen robusten Eindruck. Hier das Muster sieht natürlich ein bisschen auffällig aus von der Halterung, aber ja, sie erfüllt ihren Zweck, denke ich. Also ist kein billiges Kunststoff. Ja, ich bin mal gespannt auf dieses Mikrofon. Und ja, an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.